der Prophet Muhammad, als er dem kleinen Kind gesagt hat, sagt er in Allah, dann hat er es gesagt und hat der Prophet Muhammad Allah gedankt, dass Allah ihn von Höllenfeuer gerettet hat. Fragt der Bruder, ist das anders bei den Erwachsenen, weil hier in dem Hadith steht, dass das ein kleines Kind war. Ist es anders bei den Erwachsenen, weil der Erwachsene, oder wie der Bruder gehört hat, der Erwachsene, wenn er das sagt, dann sozusagen sagt man das aus der Nähe, dass man gerettet wird von Höllenfeuer und dass das dann nicht mehr angenommen wird. Aber jeder, der sagt, ja, der Allah will ja auch die Rettung von Höllenfeuer, ob du jetzt stirbst oder später stirbst oder so weiter, wenn die Propheten, die kommen ja mit der Warnung von Höllenfeuer und sagt ja in Allah, aus Warnung von Höllenfeuer. Das heißt, der Zeitpunkt, wann man das sagt, ist nicht das, wo man jetzt ein Urteil geben kann, ja, weil er jetzt stirbt und er das sagt, dann ist das nicht mehr angenommen, oder weil er dann vielleicht für 5 Tage das gesagt hat, der will ja auch Rettung von Höllenfeuer, dann wird das angenommen. Also es gibt jetzt nicht eine Differenzierung, wann das angenommen wird oder nicht angenommen wird, weil er das sagt aus Angst, dass er in Höllenfeuer kommt. Sondern es gibt eine Zeitung, was der Prophet Muhammad gegeben hat, wann von jemandem die Taube angenommen wird. Sei es Taube von Sünden oder dass er die Glaubensbekenntnis sagt. Und zwar, wenn derjenige am Sterben liegt, das heißt, die Seele kommt jetzt raus. Die Seele kommt jetzt raus, weil der Prophet hat gesagt, das heißt, dass hier kommt die Seele raus. Was passiert? Er sieht das Verborgene. Er sieht das Verborgene. Während er jetzt das Verborgene sieht, gehört er nicht mehr zu denjenigen, die an das Verborgene glauben. Das ist jetzt für ihn alles sichtbar geworden. Er sieht die Engel und so weiter. Und wenn er jetzt La ilaha Allah sagt, ist das nicht mehr ein akzeptables La ilaha Allah, weil er hat nicht das gesagt, als er sozusagen das Verborgene von ihm verborgen war. Wer das aber in dem Zeitpunkt sagt, bevor die Seele rauskommt, auch wenn es jetzt die letzte Tat ist, wie der Prophet Muhammad gesagt hat, wenn Allah ihn recht leitet, dann ist das eine sozusagen akzeptierte Schahada. Deswegen, das ist genauso zu vergleichen mit den anderen Zeichen, was der Prophet Muhammad gesagt hat, wenn die Sonne vom Westen kommt. Weil das ist auch so ein deutliches Zeichen, wo man weiß, dass Allah SWT, also Allahs Religion und die Wahrheit, sozusagen nicht mehr verleugnen kann. Das ist so wie eine, das gehört zu der Spezies von Zeichen, die sozusagen, als ob man das Verborgene schon gesehen hat. Ja. Und da akzeptiert auch Allah SWT keine Taube mehr. Aber was vor diesen zwei Zeiten, vor die Seele, sozusagen, dass sie hochkommt und rauskommt, und bevor die Sonne von Westen hochkommt, akzeptiert Allah jede Taube.